passend zu meinem Mario Haribo Video Ding habe ich in Penny zufällig diese Pizza gesehen. War auch gar nicht so teuer, hat irgendwie nur 3,50 € oder so gekostet. Tiefkühlpizza halt, ne? Das lag im Penny in der Tiefkühlfach einfach auf irgendwie gefrorenem Hühnchen oder so und war auch die einzige von diesen Pizzen, die es da gab. Die von Mario und Luigi habe ich jetzt leider nicht. Aber ihr seht schon, dass die Waluigi und Wario Pizza, 4 Käse, Deluxe und Sweet Sprinkles, was auch immer das heißen mag, Sweet Sprinkles. Und 420 Gramm, immer wichtig. Scheint auch eigentlich relativ groß. Ich würde sagen, eine normale Tiefkühlpizza ist ein bisschen kleiner, die Verpackung. Aber sehen wir dann auch mal bei der Pizza. Und ja, dann mache ich die jetzt erstmal und dann filme ich nochmal, wenn ich die probiert habe und wie die aussieht. Also, so sieht die jetzt aus. Ist vielleicht ein bisschen blöd von der Beleuchtung. Der Rand ist irgendwie sehr weiß, obwohl ich den auch jetzt nochmal länger gemacht habe, als man soll. Aber man sieht, hier an so Stellen wäre es ja schon fast wieder schwarz, deshalb habe ich es jetzt rausgenommen. Der Rand ist tatsächlich trotzdem sehr lecker. Keine Ahnung, ob es dann daran liegt, dass das irgendwie sehr viel Weißbrot oder Weizen oder so ist. Und ja, ist halt viel Käse, ne? Schmeckt sehr nach Käse. Sehr lecker sogar wirklich. Also gute Tiefkühlpizza. Und diese Sweet Sprinkles, weiß ich nicht, was es ist, aber man schmeckt's. Also da sind wirklich süße Sprinkles irgendwas drauf. Aber nicht süß in so einem Sinne wie einfach man hätte Schokolade auf Pizza gemacht oder so, sondern eher so süß im Sinne von so Paprika und sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Paprika als süß bezeichnen würde, aber eher so, was schon noch zu einer Pizza Quattro Formaggi passt. Also schon lecker. Also jetzt würde ich auch gerne die Mario und Luigi probieren, aber ich glaube, das ist eine relativ normale Salami-Pizza oder so. Bin mir gar nicht sicher. Aber also das schmeckt bisher ganz gut. Ich habe jetzt aber auch erst ein Stück gegessen, also mal sehen. Ich gucke da nochmal, wenn ich fertig bin.